Guten Tag, wir von Novalink würden Ihnen gerne heute die Novabox Appliance vorstellen und die Lösungen, die Sie damit abdecken können. Wir platzieren die Novabox in der Industrie. Hier sehen Sie einige Stichworte von Anforderungen, welche wir hier vorfinden und komplett mit der Novabox Appliance abdecken und lösen können. Anhand der internen Personenüberwachung würden wir Ihnen gerne mehr erläutern dazu. Wir haben hier Wächter mit ASCOM I75 WLAN-Endgeräten, darüber die Trapeze Location Appliance LA200. In der Mitte zentral sehen Sie die Appliance Novabox, welche die ganze Lösung im Schluss anbietet. Darunter den Cisco Call Manager, welcher die Sprachanrufe tätigt. Wird nun ein Wächter bedroht, kann er über Tastendruck einen Notruf absetzen. Dieser wird automatisch zur Appliance Novabox signalisiert. Hier findet eine Standortsabfrage zur Location Appliance von Trapeze statt. Und diese sendet uns die genauen Standortinformationen des hilfesuchenden Wächters zurück. Diese Information wird nun mit einbezogen für die weitere Alarmierung der notwendigen Personen. Die Novabox startet wiederum vollautomatisch die Alarmierung der entsprechenden Stellen, hier die Einsatzleitstelle, mittels Sprachanrufen. Die Ansage, welche der Sicherheitschef hört, ist mittels Text-to-Speech genau basierend auf der Standardinformation, welche wir von der Location Appliance von Trapeze erhalten haben. Nebenbei erhält der Wächterkollege ebenfalls eine Nachricht. Diese Übermittlung erfolgt auch direkt auf das ASCOM I75 und hier sehen Sie eine Textnachricht, welche er erhält. Auch diese Textnachricht erhält alle Standardinformationen des hilfesuchenden Wächters. Wie sich nun dieses Beispiel live darstellt, wird Ihnen durch meinen Kollegen Nur vorgeführt. Wir haben hier das Szenario 1:1 live aufgebaut. Wir sehen hier die Trapeze Location Appliance mit den dazugehörenden Access Points. Wir sehen hier die Novabox. Hier hinten der ASCOM IMS Server mit den dazugehörigen ASCOM I75 Endgeräten. Für die Textnachricht hier ein Cisco Endgerät für die Sprachnachricht. Ich werde nun an diesem I75 Endgerät den Alarm auslösen, indem ich den roten Knopf drücke. Nachdem ich den Alarm ausgelöst habe, wird der Wächter direkt informiert per Textnachricht. Er erhält die Information, dass der Notruf eingegangen ist, wer ihn ausgelöst hat und wo sich diese Person befindet. Ich werde den Ruf hier quittieren. Gleichzeitig klingelt das Telefon für die Sprachnachricht. Wenn die Person dieses abnimmt, hört er folgende Informationen. Druckalarm wurde ausgelöst. 113 Notruf, Herr Meier. Position Hotel, Erdgeschoss, Vortragszimmer. Die Person hat alle wichtigen Informationen zu diesem Alarm erhalten. Sie sehen, wir können auch dieses Szenario einfach mit der Novabox realisieren.